Was geht ab, Leute? Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was das unnötigste Fahrzeug in ganz GTA 5 ist? Leute, wollt ihr, dass ich mal in dem unnötigsten Fahrzeug sitze? Dann drückt jetzt auf jeden Fall gleich mal auf den Like-Button und zwar in 3, 2, 1 und... Ey, komm, ohne Spaß, bitte lass mich hier einfach noch weg von diesem blöden Fahrzeug. Morgen kommt übrigens eine richtig, richtig geile Skill Race Folge, Leute. Die wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen, wenn ihr dieses Video angezeigt bekommt morgen, drückt auf jeden Fall drauf. Alter, ich schwör's euch, das wollt ihr nicht verpassen, Freunde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey, mach erstmal die Basics. Du bist noch auf der Zugspitze. Hol dir auf Loot4Games.gg unser GTA 5 Boost-Paket und erreiche mit unserer Hilfe den Mount Chiliad. Das Experimentvideo ist natürlich wieder von Janzu, Leute. Ehrenbruder Janzu. Subscribe to him. Abonniert ihn, Leute. Alles mögliche Link in der Beschreibung. Und Trevor, was machst du denn da? Ja. Das unnötige Fahrzeug ist auf jeden Fall am Start. Mit einem Kackhaufen auf dem Dach. Ja, aber die Frage ist eigentlich, was ist überhaupt das unnötigste Fahrzeug in ganz GTA 5? Ich meine, ganz rechts, quasi so irgendwie neben mir oder irgendwie sowas, haben wir ja auch diesen ganz, ganz großen Wagen, Leute, den man gefühlt im Online-Modus, glaube ich, gar nicht hat. Aber wir haben heute 7 Tests, die wir durchführen werden. Und dann kann man sehen, welches Auto im Endeffekt nachher wirklich am unnötigsten ist. Hier haben wir, seht ihr schon, Leute, der ganze viele Fahrzeuge am Start. Ich habe sogar gerade Wladimir gesehen. Leute, da war gerade Wladimir, der Russe. Wenn ihr den Russen Wladimir auch so feiert und in den nächsten Folgen wieder da haben wollt, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like da, Freunde. So, jetzt hier, Runde 1. Ein Viertelmeilenrennen. Leute, und da! Ey, Wladimir hat da richtig Brusthaare am Start, ne? Okay, also, wir haben einmal ganz kurz hier... Ach, hier ist ein Trecker. Oh, okay, los geht's hier. Kipplaster auch am Stüssel. So, ich sehe hier die Flughafenautos, die drehen auf jeden Fall am meisten durch. Die habe ich gefühlt noch nie in GTA Online gesehen, ne? Die sind ja nur für Singleplayer. Die sind halt wirklich echt unnötig. Und als ob der Kipplaster einfach schneller ist als dieses ganz, ganz kleine Fahrzeug, Leute. Und zack, das hier gewinnt. Und hier, die driften auf jeden Fall schon mal rein. Und ganz hinten sehe ich auch gerade eben, hat man eben schon gesehen, dieses Containerbewegungsfahrzeug. So, hier, ganz hinten, Freunde. Ich glaube, ich habe, also das Ding ist, ich vermute, oh nein! Wladimir! Ach, den gibt's auch noch, den rostigen Trecker. An den habe ich gar nicht mehr gedacht, Leute. Und, oh ja, der Mähdrescher, ja, den gibt's auch noch. Und dann ganz langsam ist denn der Bulldozer. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich so langsam ist, ne? Aber der hat einfach mal 1 Minute 21 gebraucht. Ganz schön lange, Leute, muss ich sagen. Das ist wirklich ganz schön lange. Aber gucken, Resultate von dem Test Nummer Uno. Man kann sehen, 10 Punkte auf jeden Fall an den Dogtag und 0 Punkte an den Dozer. Mal gucken, wie geht es jetzt hier weiter? Wir haben jetzt einmal hier diesen Gabelstapler. Und was? Welches Auto kann am höchsten hochfahren von diesen ganzen unnötigen Industriefahrzeugen? Also unnötig sind sie ja nicht, aber sie sind unnötig für GTA 5, Freunde. So, hier jetzt hier haben wir einmal Brigitte am Steuer. Brigitte, gib Vollgas! Ich würde dir empfehlen, hinten den Propantank vielleicht ein bisschen anzuschießen, dass du noch ein bisschen Nitro bekommst. Aber 18 Grad. Und das war's schon. Höher kann das Ding nicht fahren? 18 Grad. Na gut, das Ding, ja. Ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall so bis an die 45 kommen. Kann auch sein, dass ich mich ganz schön doll irre. Oder? Oh, oh, 43. Aber nah dran, Freunde. Das war jetzt gerade wirklich nah dran. So, was ist jetzt hier los? Okay, der ist auf jeden Fall auch hier schon mal hoch. Also der wird ja wohl mehr als 18 Grad schaffen. 16. 16 Grad. Somit jetzt quasi gerade der Bohrer auf Platz. Auf dem letzten Platz. Na, auf dem letzten Platz, Freunde. Und das Ding hier kommt sogar 40 Grad hoch. Jo. Alles klar, Mann. Und das. Ich glaube, passt auf, Freunde. Ich glaube, das wird nicht hochkommen, weil das einfach zu wenig PS. Ja, man kann schon sehen. El Rico in dem Auto. El Rico. El Rico. Der ist auf jeden Fall nicht wirklich hochgekommen. Aber Wladimir mit seinem Kipplaster, Leute. Das Ding hat natürlich Power. Das kann man auf jeden Fall auch hier sehen, dass das Ding Power hat. Mal gucken, wie hoch das jetzt noch kommt. 41 Grad, 42, 43. Erster Platz. 44, 45. 46 Grad, aber noch angekitzelt, Freunde. Also, man kann sehen. Oh Gott. Oh Gott. Probleme, Bliat. Nein. Wladimir. Was machst du denn? Oh Gott. Ja, Trevor, meine Rede. So, Wladimir. Er sagt, er wird auf jeden Fall besser da drin. Okay, ihm fehlt einfach nur ein Schluck Wodka. Ja, sein schönes Wasser, Freunde. So,
So, jetzt hier der Trecker. Ja, 33 Grad kann man machen. Aber ich denke mal, dass der Bulldozer vielleicht, ja, guck mal, der geht auf jeden Fall jetzt ja auch nicht hoch. Ja, der sollte wahrscheinlich, ja, Leute, er schafft 43 Grad. Was? Oha, der geht ja noch höher. 44 Grad, aber nee, das war's, Leute, das war's. Er schafft es leider nicht höher, Freunde, leider nicht. Ja gut, die letzten Fahrzeuge, Leute, die waren auf jeden Fall jetzt alle drei auf dem letzten Platz. Komm, Muskelman, mach das Ding kaputt jetzt hier. Ja, so, aber Resultate kann man sehen. Es gibt jetzt wieder weitere 8 Punkte für den Dogtag und auf jeden Fall, glaube ich, fast 10 Punkte für den Dumptruck. Das bedeutet, dass wir jetzt hier wieder einen nächsten Test haben. Ja, und bis jetzt ist dieser Dogtag auf Platz 1. So, jetzt haben wir einmal ganz kurz die Höchstgeschwindigkeit von den Fahrzeugen. Und Leute, wir wissen ja wohl, wer auf Platz letzter landet. Und zwar ist das auf jeden Fall der Bulldozer. Ja, das Ding hier, mal gucken, das hat jetzt wie viel km/h? 57. Ist für einen Gabelstapler eigentlich voll schnell, oder nicht? 57 km/h. Gut, das Ding, wissen wir, ist am schnellsten. Ich würde sagen, ja, 90, okay, passt sogar perfekt. Ob man so viel Geschwindigkeit braucht, ist die andere Frage. Aber das Ding fährt auf jeden Fall ganz gut los. Jetzt hier 50 km/h für den Riesenbohrer. Und das ist aber auch schnell, Leute. 87 km/h. Okay, nicht schlecht. Ich will ja nichts sagen oder so, ne? Aber das Ding hier, Freunde, ist mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch für den Reifen. Oder? Einfach den Reifen kaputt gemacht. Der alte Opa, Alter. Opa Frankie, Mann. Oh mein Gott, Leute. Okay, jetzt haben wir hier sogar als... als ob, warte mal. Der wird jetzt aber wohl schneller als 18 km/h sein, oder nicht? Weil der Bulldozer ist 18... Okay, der ist 24. Also Bulldozer, 18 km/h. Da bin ich auf jeden Fall sicher, dass der Dogtag einfach mal nochmal 10 Punkte bekommt, wie am Anfang. Der ist jetzt gerade mit 3 Punkten am Vorsprung, Leute. Richtig geil, okay. Mal gucken, wie geht es jetzt hier weiter. Wir haben jetzt hier als nächstes... Welches kann von den Dingern am besten die Autos schieben? Innerhalb von 15 Sekunden. Ja, eigentlich sollte ja so ein Gabelstapler ganz schön weit Dinge schieben können, aber das sieht mir auf jeden Fall ein bisschen mickrig aus, ne? Das sieht aus wie so eine... Keine Ahnung. Einfach, sieht einfach nicht gut aus, Leute. Weg mit der Brigitte. Brigitte, lern mal aufs Gas zu drücken, okay? Jetzt das Ding hier schiebt auf jeden Fall ganz gut was an. Oh, ich glaube, Alter, ich schwöre dir, ich glaube, dieses Fahrzeug, Freunde... Das wird auf jeden Fall immer so ganz schön dick auf Platz 1 landen. Alter, der Bohrer, Freunde. Wie der Bohrer einfach komplett durchballert. Aber er ist gar nicht so weit nach vorne gegangen, ne? Ich dachte, es wäre einfach nur... Geht das auch nicht, ne? Leute, ich glaube, der Dogtag wird Safe Call wieder Erster sein. Das kannst du keinem erzählen. Er denkt sich so, wie viele Meter, wie weit möchtest du kommen? Er so... 10 cm erreicht. 10 cm erreicht. Okay, ja, also das Auto ist natürlich nicht zum Pushen gedacht. Der Kipplaster könnte Platz 1 erringen, Leute. Oh ja, der schafft das. 100%. Ja. Platz 1 für den Kipplaster. Hätte mich auch gewundert. Ich meine, das Ding hat PS bis zum geht nicht mehr, Leute. Wie viel PS hat so ein Kipplaster? Guter Trecker. Ja, er schiebt langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher ist auch gut. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass das Ding hier wenigstens ein bisschen weiter schieben kann. Der erreicht ja nicht mal einen Meter. Das Ding hier. Hä? So ein Riesenteil und das kann nix? Ja gut, der Mähdrescher hat mal eben 8 cm erreicht. Er ist einfach zu schwer dafür, okay? Behalten wir das einfach jetzt drin. So, jetzt haben wir einmal ganz kurz hier wieder. 37 Punkte hat jetzt der Dogtag. Danach kommt schon der Dumptruck mit 33. Wir haben jetzt auch noch so ein paar kleine Tests nebenbei, welches Auto quasi am schnellsten so kaputt geht, Leute. Man kann jetzt zum Beispiel auch sehen, dass der Bora wird er länger als 3 Sekunden durchhalten. Oh, Leute, das Ding ist, das erste Fahrzeug, was auf Platz 1 ist, ist einfach bis jetzt am längsten der Minigun entwichen, kann man so sagen, ne? Hier aber, oh... 344, auch nicht ganz, ne? Ob das kleine Ding jetzt vielleicht? Es könnte sein, dass das Ding vielleicht am längsten überlebt. Weil es halt einfach so wenig PS hat oder so. Oder allgemein so wenig... Hab nichts gesagt. Kipplaster! 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 Wladimir, aussteigen!
Ja, raus da jetzt. Ah ja, yes, blöd, ich weiß. Okay. Und jetzt mach das Ding kaputt hier, Leute. Mach das Ding kaputt. Komm. Affe mit Waffe. Bam. Bam, Alter. Oha, auch kaputt gegangen. Tja, Wladimir. Das ist natürlich doof gelaufen jetzt, ne? Die ganzen Autos werden ja nämlich gerade zerstört. Danach gibt's ja nicht mehr. Oh, der Bulldozer, Freunde, sollte eigentlich am längsten überleben, weil er halt diese Schaufel vorne hat, ne? Und man sieht schon, uff, der ist schon bei 6 Sekunden. Oh, was? Leute, der Bulldozer hat einfach 26 Sekunden überlebt. Er ist immer absolut in dieser Kategorie auf Platz 1 gelandet. Hier noch einmal den rostigen Traktor, der... Oh Gott, der ist aber ganz schön schnell kaputt gegangen, ne? Der ist mega schnell kaputt gegangen. Mal gucken, was das große Teil jetzt noch sagt hier, Freunde. Ich würde sagen, das Ding geht kaputt in 3 Sekunden. Oh, Platz 2. Dem ein wieder ein paar Punkte gestohlen. Jetzt, Leute, der Mähdrescher. Ich sag 1,5. Okay, 1,2. Ja, jetzt auf jeden Fall einmal die Endresultate, Freunde. Wir sehen hier schon, der Dogtag ist auf jeden Fall mit 7 Punkten im Vorsprung auf Platz 1. Denn der Ripley, der Kipplaster, Leute. Keine Sorge, wir werden jetzt sehen, welches Fahrzeug gefühlt am unnötigsten ist. Es wird nämlich einmal so eine kleine Reihe geben. Man kann nämlich sehen, rechts ist komplett unnötig und links ist auf jeden Fall, ja, nötig. Okay, also, ich hätte nicht gedacht, dass der Mähdrescher wirklich das unnötigste Fahrzeug ist, aber anscheinend wirklich schon. Ich meine, Leute, es ist ein Mähdrescher. Guck mal, es ist erstens langsam, es ist schwach, ja, es ist schwach und es kann nicht mal Gras mähen. Leute, Rasenmähen funktioniert nicht. Du holst dir ein iPhone und hast nicht mal ein Ladekabel dabei. Du holst dir ein Buch, aber es ist zusammengeklebt. Leute, es funktioniert einfach nicht. So kann man das doch nicht machen. Also das ist wirklich das unnötigste Fahrzeug in ganz GTA 5. Wenn euch die Experimente gefallen, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt gerne ein Like da und ein Abo. Und schickt eins von den beiden Videos hier aus, einfach draufklicken. Und schaut auf jeden Fall morgen vorbei zu dem Skill Race, Freunde. Das wird auf jeden Fall wieder mega, mega heftig. Und klickt auf den eins von den beiden Videos hier auf jetzt. Los, klick rauf. Ciao, ciao.